Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid und heute gibt es etwas ganz Besonderes. Wir sind nämlich wieder drin im Mario Kart 8 Deluxe und heute bewerten wir Musik. Ihr habt richtig gehört. Und zwar nicht nur irgendeine Musik, sondern alle 48 Strecken Musik vom DLC. Und zwar gibt es ja in Mario Kart die neue Funktion, dass man Musik hören kann. Und heute hören wir in alle 48 Strecken in die ganzen Tracks rein und bewerten die in einer Tierlist. Und zwar sieht die Tierlist folgendermaßen aus. Wir haben hier alle 48 Strecken vom Booster Chorus Pass und wir werden alle in dieses Ranking-System hier einordnen. Ganz am Ende werden wir auch noch herausfinden, was der beste Sound ist und was der schlechteste Sound OMG ist. Okay, fangen wir an mit dem Paris-Parcours. Auch passend zu den Olympischen Spielen gerade, by the way. Hören wir da mal ein paar Sekunden rein. Ja. Ich finde, die Musik ist hier so mittelmäßig. Ist jetzt nichts, was irgendwie heraussticht. Und daher packe ich sie in den C-Rank. Okay, 3Ds Toads Piste. Und natürlich in Mario Kart Deluxe nochmal ein bisschen unbearbeitet. Ist halt so relativ langweilig, finde ich. So, und hier ist es auch in C. Ich bin, by the way, hier richtig am Schwitzen. Deswegen verzeiht, falls man das irgendwie sehen kann. Schoko-Version vom N64 haben wir hier. Ich finde, das ist ein Banger. Ja, Mann. Diese abwechslungsreiche Passage gefällt mir auch sehr. Auf jeden Fall besser als die beiden davor, definitiv. Ich pack's in B. Oh ja, meine lieben Freunde. Wii, Gogos Promenade. Und let's go. Ja, richtige Meme-Musik auch teilweise. Die wurde hier nicht großartig abgeändert für Mario Kart, glaube ich. Aber die hat Legendencharakter. Ja, man, diese Passage mag ich auch. Ja, wir packen's einfach mal in A. Oh, wir sind bei Mario Kart Tour angelangt, meine lieben Freunde. Und zwar Tokio Tempo Tour. Ich bin ja eigentlich echt gar kein Fan von den Mario Kart Tour Strecken und es ist jetzt halt die Frage auch, wie ist jetzt die Musik? Okay, ja, kein Plan, Digga. Nee, ich mag die Strecke. Die Musik mag ich irgendwie nicht so. Ist nicht meins. Wobei, Leute, die Passage ist geil. Hört mal kurz hin. Das ist nice. Okay, also es hat sich nochmal auf C gerettet. DS Pilzpass! Let's go! Oh, solide. Solide. Wird sich auch in der mittleren Region für mich anordnen. Ich glaube, man kann mit C leben. GBA Wolkenpiste. Rein in die Masse, würde ich sagen. Okay. Eine relativ simple Melodie. Falls noch keine Abwechslung reinkommt, werdet ihr nie im Leben glauben, wo ich das gleich reinpacke. Wenn hier noch nichts passiert. Okay, die Passage ist besser. Wo es ein bisschen aufwärts geht. Für mich ein D. Ninja Dojo, Leute. Yeah. Oh, Kopfnicker, Digga. Holy man. Die Strecke an sich ist ja schon Baba und die Musik scheint auch richtig Baba zu sein, Mann. Ich hab nie so richtig drauf geachtet. Oh, spannende Passage. Jetzt kommt gleich ein Drop. Leute, gleich kommt ein Drop. Und let's go. Ah, das gefällt mir jetzt nicht so. Reicht aber nur für B, meiner Meinung nach. New York Speedway. Let's go, der Hase, meine lieben Friends. Okay, jetzt sind wir hier in einer Jazz-Atmosphäre, in einer etwas cooleren Atmosphäre auf Chillerbasis, meine lieben Friends. Richtig jazzy unterwegs, Mann. Aber irgendwie, ich finde, das ist auch komplett fehl am Platz bei einer Mario Kart-Musik. Deswegen kommt das in Lösch dich sofort! SNES Mario's Piste 3, meine lieben Friends. Banger, Alter. Aber ich finde die Mario Kart Deluxe nicht so nice. Die war auf der Wii allein schon vom Soundtrack her besser. Ich glaube, auf der Wii gab es auch die Strecke. Beim Original kein Plan, wie sich das da angehört hat. Aber ich bin da jetzt nicht so Fan von. Deswegen kommt das bei mir tatsächlich auf D. Die Kalimari-Wüste aus dem N64. Genau, aus dem N64. Die Wüste ist aus dem N64 rausgesprungen zu uns in Mario Kart rein. Das ist eine sehr atmosphärische Musik und eine simple Melodie. Aber ich mag die. Ja, war ein bisschen langweilig. Deshalb kommt diese Strecke für mich auf D. Und der Waluigi-Flipper vom DS, meine lieben Friends. Hören wir da mal kurz rein. Boah, das ist ein Banger, Digga. Deshalb gehört das für mich auf C. Sydney Spritztour, eine Mario Kart Tour Strecke mal wieder. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ja, was soll man dazu sagen, Digga? Eigentlich eine catchy Melodie. Geht ins Ohr, aber ich hatte nie ein Ohrwurm so richtig davon, glaube ich. Und jetzt so ein bisschen Jazz-Geplänkel. Nicht so gut. Ich finde es aber tatsächlich nicht so schlimm wie New York Speedway, deswegen auf D. Neeland GBA. Jetzt gehen wir rein. Oh ja, das ist geil. Schöne Dynamik reingebracht hier. Kommt für mich in B rein tatsächlich. Die Pilzshow von der Wii, meine lieben Friends. Wir kennen sie alle.
Baba-Track. Aber ich fand die nicht so krass. Die passt perfekt zur Strecke. Ist nice, man verbindet sehr viel damit. Trotzdem nur D. Wer hätte das denn gedacht? Es sind generell viele Überraschungen jetzt schon dabei. Eiscreme-Eskapade. Wir kennen alle die schöne Theme von dieser Strecke. Aber ich fand sie nie so krass. Geht schon ins Ohr. Ist aber nicht so krass. Okay, es kommt in C. Für B hat es nicht gereicht. Wir sind wieder bei der Tourstrecke. Was denn auch sonst? Und zwar London-Tour. Ich glaube, die werden so mit am schlechtesten abschneiden. Ich habe irgendwie so richtigen Hass gegen generell Tourstrecken. Jetzt auch noch die Musik davon. Was ist das hier für ein Metal-Konzert? Das ist London und kein Whatever, Digga. Ich finde es ehrlich gesagt ganz random. Da passieren sehr viele Sachen in der Theme. Aber ganz abgespaced. Passt absolut nicht, Digga. London-Tour. Lösch dich sofort. GBA Buhutal, my name friends. Ein sehr mystischer Theme. Naja, da wird auch nicht viel passieren bei so einem mystischen Theme. Da finde ich aber die andere Buhu-Theme tausendmal besser. Die von den Originalstrecken. Wir packen es auf D, meine Friends. 3DS Gebirgsfahrt. Meine Freunde, hier sind wir mittlerweile angelangt. E-Gitarren-Action geht hier ab. Ja, so im mittleren Bereich für mich. Komm, ich bin großzügig, wir packen es in C. Ah, das ist eigentlich auch nice. Ja, Mann. So, aber jetzt sind wir beim Blätterwald, Leute. Von der Wii, und das ist ein absoluter Banger. Aber nicht so nice hier in Mario Galaxy Deluxe auch schon wieder gemacht. Da finde ich's. Ich weiß nicht, was da genau abgeändert wurde bei der Theme, vielleicht auch gar nichts. Man hätte es besser machen können. Interessanter. Absoluter Banger, Digga. Also wenn ich das schlecht bewerte, dann cancelt ihr mich. Jetzt auch nochmal die Abwechslung mit dem Akkordeon. Finde ich auch ziemlich interessant. Das sind so viele Sounds. Ja, Mann, komm. Wir packen es auf A. Meine Güte, Leute. Mal wieder eine Tourstrecke. Pflaster von Berlin, Digga. Ich kann es nicht mehr sehen. Okay, das geht ein bisschen mehr nach vorne. Okay. Oh. Oh. Okay. Und jetzt? Okay. Okay, das ist schon interessanter. Ja. Okay. Nicht so schlecht, wie ich dachte. Irgendwie hat das was. Also ich ordne es sogar in C ein, meine lieben Friends. Tatsächlich C. Peach Lost Garden DS, meine lieben Friends. Legenden-Theme. Wir kennen sie alle. Passend zu Peach. Ein bisschen königlich, ein bisschen... so mäßig. Ich pack's tatsächlich in C. Bergbescherung, eine neue Strecke, die für Mario Kart Deluxe gemacht wurde. Hören wir da mal rein. Ein bisschen abenteuerlich. Da muss ich tatsächlich ein bisschen an Mario 3D World denken, wenn ich diese Theme höre. Okay, jetzt nimmt das ein bisschen Dynamik auf. Ja. Es kommt für mich aber tatsächlich in... okay, retten konnte es sich nicht mehr. Hindi. Regenbogen Boulevard vom 3DS, das ist eine geile Theme, Mann. Und wir sehen auch hier gerade, ich weiß nicht, ob wir das beim anderen gesehen hatten, wir haben hier unten rechts, wie ihr seht, zwei Varianten. Das ist, glaube ich, eine Space-Variante, wenn du halt fliegst oder so, oder... ah, oh, das mag ich. Das ist geil. Und die andere Variante ist, wenn du halt auf der Strecke bist. Geil, zwei Varianten gibt's hier. Oh, ich mag das. Dieses... jetzt auch. Ja, Mann. Ich bin richtig am Schwanken, aber ich glaube, ich packe das tatsächlich ganz oben... oder fast ganz oben in Banger rein. Boah, vor allem diese Passage, die habe ich vergessen. Hört mal hin. Ja, Mann. Und ja, Mann. Was soll man dazu noch sagen, Digga? Da. Die Variante auch nice. Digga, ich mag diese Theme. Holy man, Digga, ist die gut. Und schon wieder eine Mario Kart Tour Theme. Ja, Leute, ich glaube, ihr könnt es selber auch gar nicht mehr sehen. Aber ich glaube, am Anfang vor jedem Cup haben wir eine Tour Theme. Das war Ausfahrt Amsterdam. Oh, da muss ich an Arms denken direkt bei diesen, wenn man so ein bisschen Chor-mäßig singt. Eigentlich weird, oder? Es ist aber nicht so schlimm, dass ich das löschen würde. Der ist schon okay. GBA Flussufer Park. Warum habe ich das Gefühl, dass hier nicht viel passieren wird? Können wir trotzdem mal hin? Ja, richtig dschungelmäßig. Man kennt das. Man kennt's halt, ne? Komm, spiel! Oh, ich habe da nie richtig hingehört. Oh mein Gott! Das ist ein Saxophon. Warte mal, Leute, jetzt geht's los. Jetzt gab's so ein paar interessante Passagen. Hört hin. Boah. Nice. Ich schwanke, Leute. Was sagt er? Ab in Chat. Ne, komm, den B kann ich dafür nicht geben. Komm. Ich hoffe, C ist okay, oder? Donkey Kong Schikane von der Wii. Oh mein Gott, das ist ein geiles Theme. Banger. Ja, Mann. Komm, gib ihm, Junge. Ja, Mann.
Banger, ohne Witz. Ich pack's in A. Yoshi's Island. Oh mein Gott, Leute. Ja, geile Theme. Man merkt, dass die neu komponiert wurde. Richtig nice. Ey, das ist auch richtig catchy und Ohrwurm-mäßig. Ich mag das mittlerweile voll. Ich war ja, glaube ich, erstmal gar nicht mal so Fan davon. Aber mittlerweile. Vielleicht schon. Boah, jetzt vor allem, hört hin. Oh, diese Änderung, dieser Groove, Alter. Geil, Mann. Holy man. Ja, Leute. Ist das ein Banger oder packen wir es erstmal in A? Was sagt er, Leute? Ne? Ah, ein Banger ist doch ein bisschen zu weit entfernt. Und mal wieder eine Mario Kart Tour Theme. Bangkok Abendrot, Digga. Warum macht man überhaupt Tourstrecken in Mario Kart Deluxe rein? Ohne Witz jetzt mal. Okay. Das mag ich jetzt nicht. Die Passage kommt. Es kommt jetzt mal ein 10. Marios Piste vom DS, Leute. Ja, Mann. Ja, das gibt mir direkt Mario Kart Vibes, ohne Witz. Ja, Leute, es kriegt für mich den. Ey, den C-Rang. Waluigi Arena Gamecube, Leute. Okay, bin ich mal gespannt. Boah, ja, geil, Mann. Okay, aber so krass. Jetzt dann doch nun auch nicht. Ja, das ist jetzt auch eine geile Passage hier. Ja, schon Banger-mäßig. Aber es kommt bei mir tatsächlich in B. Überholspur, Singapur, mal wieder eine Tourstrecke. Meine Güte, gibt's auch zwei Varianten, wie wir unten rechts sehen. Okay, nichts Großartiges. Ja, okay, also so mies finde ich das nicht. Deswegen kommt's tatsächlich auch ins C rein. Athen auf Abwägen, mal wieder Tour, Digga. Was geht denn ab? Könnt ihr mir aufhören, da draußen irgendwelche Mucke zu ballern, Junge? Holy man. Digga, ich höre gerade irgendeinen Rap. Ich kann mich gerade nicht drauf konzentrieren. Okay, versuchen wir trotzdem uns drauf zu konzentrieren. Okay, so ein bisschen abenteuerlich, als ob man gerade auf ein Abenteuer gegangen ist. Nee, komisch als Mario Kart Theme. Komisch einfach. Okay, das wirkt jetzt wie Galaxy. Wir packen es aber in D. Ey, sich Dampfer vom Gamecube, meine lieben Friends. Gehen wir mal rein. Jetzt kommt ich ein etwas chilligere Theme. Soll ja auch mal sein hier. Ah ja, stimmt. Wie nennt man das? Marimba? Oder wie heißt das Instrument, Leute? Kennt sich da jemand aus von euch? Ich mag die Theme. So ein richtiges Strand-Theme. Komm, Vibes rüber. Okay, aber es reicht tatsächlich für mich auch nur für 10. Mondblickstraße von der Wii, mein lieben Freunde. Ja, Mann. Das geht ab. I like it. Mal schauen, ob gleich noch ins Instrument reinkommt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt. Okay, dann geht's komplett ganz wirr ab. Du. Aber wegen so Passagen, wegen diesen ganz wirren Passagen, ist es tatsächlich auch leider nur C. Sonst hätte es sogar vielleicht B geschafft. Wir sind beim Bad-Parcours, meine lieben Freunde. Neue Strecke für Mario Kart Deluxe. Oh, ich habe nie auf die Mucke da geachtet. Oh, ganz chilliger Tag in der Badewanne. Das denke ich mir dabei. Da kann man einmal abschalten und dazu einschlafen. Okay, jetzt geht zwar ein bisschen mehr ab, aber das ist nicht irgendein Zweck einer Theme, dazu gefühlt einzuschlafen und zu träumerisch zu sein. Deswegen, weil so schlecht ist es jetzt nicht, bietet viel Abwechslung, deswegen C. Immer wieder Tour, Leute. Los Angeles Strandparty. Meine Freunde. Die Tourstrecken lassen es auch nicht in Ruhe. Ich sehe auch schon da Vancouver Wildfahrt, Digga. Auch eine Tourstrecke. Ich find's richtig geil, Leute. Ich habe das noch nie sowas gemacht. So Musik analysiert. Gerade Videospielmusik. Ich find's richtig nice und das auch noch in der Tierliste-Kombination. Lasst ein Like da, wenn es euch bisher hierhin gefallen hat. Und das finde ich tatsächlich nicht gut. RD. Die Sonnenuntergangswüste vom GBA. Du. Als ob gerade irgend so eine Zeremonie wäre. Oder irgendwie sowas. Eigentlich nice. Aber ich finde, das ist absolut unpassend. Zu dieser Strecke oder was sagt ihr? Absolut unpassend, die Musik. Das ist jetzt schon ein bisschen passender, ne? Aber dieser Einstieg, der ist komplett so zeremonial, sage ich mal. Jetzt fühlt man sich wie im Wilden Westen auf jeden Fall. Auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Aber sticht für mich jetzt auch nicht heraus. Es kommt tatsächlich auch in C. Junge, haben wir viele in C. Super Cup von der Wii. Oh mein Gott, was für ein geiles Theme. Da. Das ist ein richtiger Banger, Alter. Da gibt es drei Varianten, wie ihr unten seht. Okay, hier so ein bisschen mehr Schwung in die Bude gebracht. Und Nummer 3. Ah, das ist die Unterwasserpassage da in der Röhre. Oh, das ist auch. Ja, jetzt geil. Ja, Mann. Fühle ich. Deswegen kommt's in B, meine lieben Freunde. Vancouver Wildfahrt Tour. Ich kann's nicht mehr sehen. Ich kann's echt nicht mehr sehen. Vor allem ganz weird. Bau dich auf, Junge. Jetzt. Das ist aber so ein bisschen
Disco machen würde. Aber ich bin da echt kein Fan von dem Theme. Packen wir es in dem Fall wieder Tour. Rom, Rambazamba, meine Freunde. Dann enden endlich die Tourstrecken. Okay, ein bisschen ruhig. Ein bisschen erzählerisch, finde ich das, was ich meine. Okay, Leute, ich warte die ganze Zeit, bis es sich richtig aufbaut. Aber es bleibt immer gleich monoton und langweilig eigentlich. Vielleicht jetzt? Ja, ich bin absolut unpassend für eine Mario Kart Strecke. Deswegen, Rom, Rambazamba, löscht dich sofort. Donkey Kong, Bergland, Gamecube, meine lieben Friends. Bin ja mal gespannt. Ich mag das. Komm, jetzt. Ja, Mann, I like. Diese Passage auch nice. Ja, Mann, I like. Ja, Leute, das kommt für mich in B rein. Für A reicht es nicht ganz. Daisy's Piste Wii, meine lieben Freunde. Ich mag die Theme eigentlich auch. Mal schauen, wie die sich jetzt hier noch öffnet für uns. Geil, Mann, I like. I like, gibt mir richtige nostalgische Vibes von Daisy's Piste auf der Wii. Ja, Leute, ich mag die Theme, die ist chillig. Die ist nostalgisch, aber es reicht hier nur für B. Piranha Pflanzen Bucht, meine lieben Friends. Hören wir da mal rein. Okay, das ist ein bisschen abenteuerlich. Aber eigentlich sonst relativ langweilig. Packe ich es in D? Ich packe es in D tatsächlich. Meine Güte, mal wieder Tour. Stadt, Rundfahrt, Madrid. Alter Schwede, Digga. Ich kann nicht mehr. Oh, aber das mag ich eigentlich sogar. Ah, es gibt mir so ein bisschen so Spain-Wapes. Wapes, genau. Genau. Boah, unerwartet. Ich glaube, das ist die beste Mario Kart Tour Musik in Mario Kart Deluxe. Diese spanische Gitarre auch noch hier. Ja, Leute. Also richtig passend, richtig atmosphärisch. Und es kommt für mich auf B. Rosalinas Eisplanet vom 3DS, meine lieben Friends. Gehen wir da mal rein. Du-du-du. Du. Und ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel. Also, ich mag das nicht so, es kommt tatsächlich in D rein. SNES Bowser's Festung 3, hier warte ich Action. Let's go. Ja, Mann. Geil. Wenn ich, aber ehrlich, da mag ich die von der Original Mario Kart 8 Strecke, die Musik, deutlich mehr. Ich muss tatsächlich den geben. Und jetzt kommen wir zum allerletzten, meine lieben Freunde. Wii Rainbow Road. Also das, es kann nicht besser enden hier. Es kann nicht besser enden. Ich liebe diese Theme wirklich. Die bleibt so krass im Kopf. Ja, Mann. I like it. Wirklich einer der besten Mario Kart Themes ever. Ich glaube, es gibt gleich einen kleinen Wettkampf zwischen den zwei Rainbow Roads. Eine von denen wird die beste Theme vom DLC werden. Ja, Mann, allein diese Passage auch geil. Ohne Witz. Kommt für mich ein Banger rein. Okay, wir haben 3 in Löschlich sofort und 2 im Banger. Okay, meine lieben Freunde, lange habe ich überlegt. Ich hatte die Wahl zwischen New York Speedway, London Tour oder Rumbrambazamba. Schlechtester Song. New York Minute habe ich noch verschont. Fand ich dann doch gar nicht mal so schlecht. London Tour war für mich so komplette Rocknummer. Ganz chaotisch. Auch nicht gut, aber ging nach vorne. Und Rom ist einfach so richtig erzählerisch, ohne irgendwie, dass nach vorne geht. Deswegen das mit Abstand. Oder eigentlich nicht mit Abstand. Schlechtester Sound OMG vom Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Okay, meine lieben Freunde, lange habe ich überlegt, welcher Rainbow Road Sound der beste ist. Und der von der Wii war nice. Ich mag den eigentlich auch mehr. Also ich bin vertrauter mit dem. Und er klingt sehr, sehr nice, viel Abwechslung. Aber bei der 3DS Rainbow Road, das hat mich irgendwie gecatcht. Ich glaube, beide catchen mich so, weil das so am Mario Galaxy sich annimmt. Mario Galaxy liebe ich. Aber gewonnen hat für mich 3DS Rainbow Road. Allein die Theme ist lang und da passiert so viel im Laufe der Zeit, deswegen bester Sound 3DS Rainbow Road. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um hier nichts mehr zu verpassen. Kommentiert eure Meinung und teilt das Video natürlich auch sehr, sehr gerne. So sieht übrigens die Tierliste jetzt im Allgemeinen aus. Danke an alle Member und klick auf dieses Baba-Video hier, du wirst es nicht bereuen.